Ja, hallo ihr Lieben, Sam Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach. Und wir besprechen mal wieder eine Dating-E-Mail, meine Kurse rund um Bindungsangst, Dating, Verlustangst, alles mögliche findest du auf liebeschipp.de und auch meine Ausbildung, die Ende des Jahres wieder losgeht, wenn du dich dafür für Einzel- oder Paarberatung. Ja, genau, dann legen wir mal los hier. Was habe ich denn Schönes? Nachricht von Andra Getschkola. Hallo Christian, ich bin in den 40ern, Anfang 40 und ich dachte mir, ich schreibe dir mal, weil ich in letzter Zeit deine Videos wie eine Soap-Opera binge. Ja, bist du glaube ich nicht die Einzige. Bei mir ist neulich eine 8 Jahre dauernde Beziehung in die Brüche gegangen, inklusive Paartherapie. Um mich aus dem Sog dieser Beziehung loszureißen, habe ich mich sehenden Auges auf einen Lovebomber eingelassen. Ja, also gut, was soll man dazu sagen? Das macht man gerne, machen viele, aber ist ja nicht besser, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, ne? Sonst ist man halt, datet man mit leeren Eimern und dann kommt sowas dabei raus. Der sich nach 3 Monaten toxisch verhielt. Das habe ich zum Glück relativ schnell durchschaut, die Beziehung beendet und ihn blockiert. Beim Versuch, besser zu verstehen, was da genau passiert war, bin ich auf deinen Kanal gestoßen. Ich war vorher, soweit ich weiß, noch nie in einer toxischen Beziehung, bin auch aus dieser ziemlich schnell geflüchtet. Trotzdem glaube ich, dass du eventuell einen Rat für mich bezüglich Partnerwahl hast. Ich hatte mehrere mehrjährige Beziehungen in meinem Leben. 3 Jahre, 4 Jahre, 4 Jahre, 8 Jahre. Jedes Mal habe ich am Ende getrennt und den Herrn das Herz gebrochen. Ja, gut. Ich meine, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ich meine, also wenn die Beziehungen nicht gleich nach 6, 7, 8, 9 Monaten auseinandergehen, dann ist so 3, 4 Jahre... ist halt tatsächlich, solange man noch, interessanterweise, also sagt die Forschung, solange man noch im gebärfähigen Alter ist, ist das so die Zeit, ne? Ne? Und was das jetzt mit dem gebärfähigen Alter zu tun hat, weiß, kann ich euch auch nicht sagen, aber tatsächlich ist es so, dass danach Beziehungen tendenziell länger halten. Kann man so, wenn man sich will, anthropologisch begründen, schenken wir uns jetzt mal hier an dieser Stelle. Aber das ist jetzt keine schlechte Beziehungsbiografie und ja, meistens trennt sich die Frau und dass der Mann das vielleicht nicht gut findet. Ja, also kann ich, also da allein kann ich jetzt nichts Negatives dran finden, so, ne? Oft ist es ja so, dass man auch heutzutage erst wirklich länger zusammenbleibt, wenn dann auch Kinder am Start sind und so. Ja. Deshalb hatte ich mich in der letzten Beziehung geschworen, da zu bleiben und bei Problemen an der Beziehung zu arbeiten. Ja, wie gesagt, das ist, ich meine, das ist immer, wird vielleicht manchmal unnötig hochgehangen, die lebenslange Beziehung, so, ne? Ich scheine auf Männer zu stehen, die irgendwie kaputt sind. Meinem vorletzten Partner musste ich nach dem 2. Date Geld für sein Monatsticket leihen, weil er bei einem Festival all sein Geld für die teuren Getränke ausgegeben hatte. Ich habe ihm gesagt, wenn sowas normal passiert, bin ich weg. Okay. Es passierte auch einige Jahre nicht mehr. Dann stellte sich heraus, dass alle seine Kreditkarten überzogen waren. Außerdem schlief sein besoffener, alkoholkranker Freund jeden Samstag auf unserer Couch, nachdem die beiden feiern waren. Am Ende habe ich mich getrennt, weil ich das Leben ernster nahm als er und nicht mehr ständig feiern und saufen wollte. Fair enough. Mein nächsten Freund habe ich bei der Arbeit kennengelernt. Er hatte eine Freundin, machte aber ständig Bemerkungen, die auf eine schwierige Beziehung schließen ließen. Sie will nie was unternehmen, deshalb darf ich auch nichts unternehmen. Sie will nicht mitkommen, weil es ihr keinen Spaß macht. Eigentlich macht ihr nichts Spaß. Ich hatte das Gefühl, ihn retten zu müssen. Am Ende waren wir zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder unter Dreieck laufen lassen soll, aber naja, gut. Lassen wir das mal. Irgendwie hat man natürlich auch Übergänge zwischen den Beziehungen, ne? Meine Güte. Es stellt sich heraus, dass er von dieser 12-jährigen Beziehung total traumatisiert war. Sie hatte ihn eingeschränkt dazu gebracht, alle Freundschaften zu kündigen, ihn stark kontrolliert und manipuliert. Anfangs war unsere Beziehung schön, allerdings fielen nach und nach immer mehr Dinge weg, die eigentlich dazugehören. Er wollte kein Bettsport mehr aufgrund einer Gesundheitsangst. Es tat ihm irgendwas weh, aber wollte nicht zum Arzt. Am Ende wohnten wir nicht mehr zusammen, weil ich beruflich in ein anderes Land versetzt wurde. Ich meine, das ist aber auch echt einfach der Ofen aus irgendwie, ne? Aber er unternahm nichts und kam nie nach. Anyway, jetzt bin ich Single und nach einigen Dates mit verschiedenen Männern ist der Einzige, der mir gefällt, ein Verschwörungstheoretiker. Ja, viel Spaß damit. Ja. Also mir ist bei dem einen oder anderen, ich will es nicht sagen, überhaupt nicht, dass es ein Muster ist, aber ich sag mal so, mir ist bei dem einen oder anderen, der sich da so besonders hervorgetan hat,
ist mir, meine ich, dass mir aufgefallen ist, dass diese Menschen häufig sehr im Ego sind. Oder, also mir ist aufgefallen, dass manche sehr im Ego sind, sage ich jetzt mal so. Ja, und vielleicht so eine, meinen, sie hätten so eine besondere Sicht auf die Dinge und sie wüssten alles besser und sie wollen den Menschen sagen, wie es läuft und naja, aber gut, musst du wissen, ob das für dich der Richtige ist. Der ganz offensichtlich irgendwelche Probleme hat. Ich habe ihm gesagt, es wird mit uns nichts. Aber seit einem Monat kann ich dir aufhören, an ihn zu denken. Andere Männer, nette, freundlich ausgeglichene, die für mich da sind, lassen mich kalt. Hör ich auf die Kaputten zu stehen. Ja, seht's mir nach, wenn ich das nicht alles hier runterbete. Ich kann nur sagen, macht die fucking Kurse. Dafür sind sie da. Das geht nicht von heute auf morgen. Man muss erstmal das eigene Muster verstehen, das so ein bisschen für sich analysieren. Was habe ich für Beziehungserfahrungen gemacht, auch in meiner Familie. Diese Dynamik verstehen, warum uns das anzieht. Aber das wird die Mail jetzt ein bisschen lang machen lassen. Dafür sind die Kurse da. Aber es geht. Aber dauert länger, als man denkt. Ich bin selber ein bisschen kaputt und habe oft starke Selbstzweifel. Oft habe ich das Gefühl, einen Gesunden nicht verdient zu haben. Ja, das ist einer tatsächlich der Probleme, die viele raushalten aus gesunden Beziehungen, dass sie das Gefühl haben, sie haben es nicht verdient. Das ist echt spannend. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ne? Aber da kannst du ja dran arbeiten, an diesen Glaubenssätzen. Ich habe ja auch einen Glaubenssatzkurs oder Modul 2 ist auch was drin. Countergedanken. Ja. Vermutlich muss ich erst an meinem Selbstwertgefühl reparieren. Ja, gut, Steffi Stahl zieht das ja immer vom Selbstwert auf viel. Ist ein anderer Weg. Ja, geht auch. Aber das ist ein langer Prozess, an dem ich schon 20 Jahre arbeite. Ist schon viel besser geworden. Solange kann ich doch nicht damit erwarten, mir den nächsten Partner zu suchen. Ja, ich denke, mach die fucking Kurse. Da ist viel Info drin. Solange kann ich doch nicht damit warten, mir den nächsten Partner zu suchen. PS, ich bin auch reflektiert, ob ich vielleicht böse oder toxisch bin. Bei F-Punkt war ich manchmal sehr pushy, aber das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art. Ich konnte mich so selbst nicht leiden. Es war nur die einzige Möglichkeit, wie ich ihn dazu bekommen konnte, sich an seine Zusagen zu halten. Nö, also ich finde jetzt deine Story gar nicht so schlimm. Mein Gott, wir haben alle schon kaputte Beziehungen gehabt, also die meisten Menschen wahrscheinlich. Aber es ist nicht das, was du suchst. Das kann man auf jeden Fall sagen, denke ich, ne? Und ja, mach die fucking Kurse, kurz ich jetzt mal ab entsprechend. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.